Ahoi und herzlich willkommen beim Medium Imperium zu einer weiteren Folge Microsoft Flug Simulator 2020. Auf Wunsch von Pullamatz landen wir in Paro, Bhutan. Einer der anspruchsvolleren Landeanflüge und es ist auch eine Challenge. Gucken wir mal, wie viele Punkte wir abgrasen. Wahrscheinlich nicht sehr viele. Guck mal, mit Regenbogen, Alter. Das ist ja geil. Das ist ja absolut nur geil. So, jetzt muss ich mal gucken, da, wo ist das Ding? Der müsste da. Muss ich mal sehr viel Schwung rausnehmen hier. Der müsste da rechts um die Ecke sein, so, ne? Oder? Mal schauen. Ja, ja. Der müsste da eigentlich rechts um die Ecke sein. Ja, auf jeden Fall ein guter Vorschlag jetzt schon mal. Ich feier's hart, die Landschaft hier. Und wenn ihr auch Vorschläge habt, ne, wo wir mal landen können, wo wir langfliegen können, was ihr schön fandet irgendwann mal auf euren eigenen Reisen, schreibt es doch in die Kommentare und dann machen wir das mal. Dann habt ihr alle ein bisschen was zu gucken. Also hier ist... Oh mein Gott. Oha. Oha. Kriege ich den hin? Ne, nicht Schub komplett rausnehmen hier. Hi, Papi. Eieiei. Warum komme ich nicht von der anderen Seite? Das wäre doch viel angenehmer gewesen. Shish. So, wir haben 7300 Fuß Runway. Oh mein Gott. Das ist ja... Ei, das damit hätte ich nicht gerechnet. Das sah so einfach aus. Als ich das geguckt habe mal. Oh, nee, ich bin auch viel zu schnell. Ich bin auch viel zu schnell. Heidewitzka. Heidewitzka. Ei, das wird nichts. Oh, ich komme aber gut rein hier. Ich komme gut rein. Pass auf, den krieg ich. Den krieg ich. Den krieg ich. Jo, ich habe schon Schub rausgenommen. Ey, komm. Das war gar nicht so schlecht. Das war gar nicht so schlecht. Das war jetzt keine super Landung. Was die Punkte angeht. Aber ich bin doch sehr zufrieden. Ich bin doch sehr zufrieden, muss ich gestehen. Das war ja... Das war ja verschärft. Ey, guck dir den Double Rainbow an hier. Das ist ja... Also, wunderschön. Wunderschön. Bhutan. Paro erfolgreich abgeschlossen. Ich weiß jetzt nicht, es gibt dann Punkte für die Genauigkeit, also wie früh ich... oder wie spät ich auf dem Runway aufsetze, wie sehr versetzt zur Mittellinie ich aufsetze und wie smooth meine Landung ist. Ja, also wie viel Fuß pro Minute nach unten ich mache beim Aufsetzen. Je smoother, desto mehr Punkte. Das ist dann, glaube ich, der Multiplikator am Ende. Ey, aber komm, ich bin doch sehr zufrieden. Das kannst du nicht anders sagen. Ich halte mal komplett an. Dann gibt es den Punktestand. C. 184.000 von 2 Millionen wahrscheinlich. Jo, 2 Millionen. Ja, ja. Landing Precision. 1200 Fuß zu spät. Roll Ground, also 103 Fuß versetzt. Und Landing Smoothness 458 Fuß pro Minute. Ja, ich bin zufrieden. Mir ist scheißegal, was das Spiel mir sagt. Naja, auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, dann schaut direkt gern weiter mit weiteren Flugsimulator-Videos. Lasst Kommentare da, sagt, was ihr sehen wollt, welche Challenges soll ich mal probieren im Flugsimulator. Was würdet ihr gerne mal sehen? Wo soll ich lang fliegen? Kleine Sightseeing-Tour, wie über Kiel oder Vancouver oder Dresden oder was wir in letzter Zeit gemacht haben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und adios und ciao, ciao.